So, wir sind heute unterwegs in Sachen Modelleisenbahn und befinden uns jetzt hier in Stockheim am Bahnhofsgebäude. Wir sehen es im Hintergrund, Stockheim, Stockheim. Schönes Bahnhofsgebäude. Und da werden wir jetzt reingehen, werden mal schauen, was es hier zu sehen gibt. Das Ganze hier ist übrigens noch in einem richtigen Bahnhof. Das Gebäude ist halt mal früher Bahnhof gewesen, aber hier hinten sieht man noch, da steht ein Zug rum. Hier fahren auch noch Züge und wenn man hier hin möchte, kann man auch ganz gut von wo auch immer mit der Bahn anreisen, einfach nach Glauburg-Stockheim. Man steigt aus und man ist da. Sonst kann man natürlich hier noch parken, aber mit dem Zug anreisen ist hier ganz einfach, weil es ist halt noch einfach ein Bahnhof. Die Leute, die hier wohnen, die fahren auch von hier noch dann mit dem Zug ab. Und wir werden uns jetzt mal diese Modellbahnanlage anschauen, sind schon ganz gespannt, was uns erwarten wird und wir wünschen bei dem Video viel Spaß. Neben mir sitzt jetzt Harald Steinke vom Verein. Wie heißt denn der Verein genau? Ja, wir sind kein Verein. Das ist ja das Besondere bei uns. So. Wir sind eine Zwei-Personen-GbR. Das heißt, die GbR besteht aus dem Matthias Koch, meinem Partner, der heute nicht vor Ort sein kann, und eben meiner Person. Warum habt ihr das nicht als Verein angemeldet? Ja, weil hier doch ein relativ finanzielles Risiko lastet, weil wir ja das gesamte Gebäude inklusive dem Nebengebäude und der Außenanlage von der Bahn gekauft haben. Und das als Verein zu bewirtschaften, war uns einfach zu riskant. Und wie viele Leute machen jetzt mit? Das ist unterschiedlich. Es hängt immer von der Situation ab, was gerade gearbeitet werden soll oder gearbeitet wird. Wir haben so einen Helferstamm bis zu 10 Personen, auf die wir praktisch zurückgreifen können. Und dann trefft ihr euch samstags und werkelt hier? Ja, entweder samstags oder abends nach Feierabend. Also ganz unterschiedlich, je nachdem, was halt aktuell gearbeitet werden soll. Im Sommer geht es vornehmlich im Außengelände weiter, an der Schweizer Anlage, während dann im Herbst, Winter innen weitergebaut wird. Ja, hier sehen wir unseren Heimatort Stockheim, der ca. 3000 Einwohner hat und der wurde ansatzweise dargestellt. Wichtig ist auch in dem Zusammenhang, die ganzen Hintergrundaufnahmen sind immer Originalbilder von den jeweiligen Orten. Und der Rest des Ortes, der nicht im Modell dargestellt wurde, ist eben auf dem Hintergrund zu erkennen. Einmal im Jahr veranstalten wir auf unserem Bahnhofsgelände das Stockheimer Bahnhofsfest, das mittlerweile in der ganzen Region bekannt ist. Wir haben an diesem Wochenende ca. 3.000 bis 4.000 Besucher auf unserem Gelände und bieten ein Programm für Kinder, für Familien mit Ständen, mit Karussells, mit Sonderfahrten von Dampflokomotiven, entweder mit der historischen Eisenbahn Frankfurt oder mit der Museumseisenbahn. Also ein Programm für die ganze Familie, immer am letzten Aprilwochenende.
Stockheim ist ja für seine örtlichen Verhältnisse ein sehr großer Bahnhof und man sieht es hier im Modell. Es gab früher eine Drehscheibe, einen Lokschuppen, der leider mittlerweile nicht mehr als Lokschuppen genutzt werden kann. Und die Drehscheibe wurde abgebaut, aber in der Hochzeit der Eisenbahntechnik in den 40er, 50er Jahren war hier in Stockheim schwer was los und der Bahnhof hatte ungefähr 150 bis 160 Beschäftigte. Wie kam denn die Idee, aus diesem Bahnhof hier sowas zu machen? Ja, die Idee kam eigentlich von meinem Partner Matthias Koch. Der ist ja der LGB-Spezialist und für eine LGB-Anlage braucht man in der Regel wesentlich mehr Platz als für eine H0-Anlage. Und von daher hatte er die Idee, irgendwo eine Halle zu kaufen, zu mieten und eben seine Eisenbahn dort aufzubauen. Per Zufall kamen wir beide zusammen. Und ich war von der Idee sehr angetan und da ich hier in Stockheim wohne und das Bahnhofsgebäude eben langsam verfallen habe sehen, war mein Vorschlag, wenn es uns gelingt, dieses Bahnhofsgebäude zu kaufen, dann mache ich mit. Und nach gut einem Jahr Verhandlungen mit der Bahn ist es uns wirklich gelungen, das Gebäude zu kaufen. Und wie lange gibt es das jetzt hier? Ja, seit 2006, genau zum 1. April 2006 wurde der Kaufvertrag unterschrieben und seitdem sind wir stolzer Besitzer des Bahnhofsgebäudes von Stockheim inklusive Nebengebäude und dem Park- und Reitparkplatz, der an das Gebäude angrenzt. Wie macht die Bahn jetzt hier ihren Bahnhofsverkehr, einfach ohne das Gebäude drumherum? Genau, der Bahnhof an sich als Gebäude wird ja nicht mehr benötigt. Von daher Fahrkartenverkauf und so weiter geht über Automaten. Beziehungsweise in unserem angegliederten Bistro kann man auch Fahrkarten erwerben. Okay. Und wir, das ist vielleicht auch noch interessant, wir wiederum haben an die Bahn im Obergeschoss Betriebsräume vermietet, da Stockheim ja die Endstation von dem sogenannten Stockheimer Lieschen ist, das heißt von der Strecke, die von Frankfurt nach Stockheim rausfährt, braucht die Bahn hier Betriebsräume für ihr Personal und das haben wir jetzt wieder an die Bahn vermietet und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, der zur Finanzierung da sein muss. Wie sieht denn die aus, die Finanzierung so im Gesamten? Ja, die Finanzierung haftet oder lastet praktisch auf uns beiden Gesellschaftern, auf dem Matthias Koch und mir. Das heißt, das gesamte Projekt ist mit eigenen Mitteln finanziert worden und nur von den Eintrittsgeldern kann man logischerweise so eine Anlage nicht betreiben. Deshalb sind uns die Einnahmen der Bahn, der Mieteinnahmen durch die Bahn sehr wichtig. Und Spenden gibt es wahrscheinlich auch? Spenden gibt es eher wenige, weil die Gesellschaft oder auch Firmen sind nicht mehr so spendenbereit wie vor einigen Jahren und von daher sind Spenden eher dünn gesät. Ja, der gelbe ist ein Stopfexpress von Fissmann, relativ neu im Angebot von der Firma Fissmann. Und man sieht ja, wie detailliert er zum einen gebaut wurde und auch die Funktion ist meiner Meinung nach sensationell, wie man genau diesen Stopfvorgang verfolgen kann. Was stopft denn da an den Gleisen? Oder? Er stopft praktisch den Schotter fest. Also das Modell gibt es ja in Wirklichkeit logischerweise auch. Und da werden die Schottersteine praktisch gestopft und verdichtet.
Ja, also der Ortenberger Markt ist das größte Volksfest der Region, das größte Volksfest in Oberhessen, findet immer Ende Oktober statt. Und es war natürlich naheliegend, wenn wir schon Ortenberg darstellen, auch diesen Ortenberger Markt als ganz charakteristisches Volksfest mit auf unsere Anlage zu integrieren. Das heißt, bei uns ist das ganze Jahr über Ortenberger Markt. Ja, diese Gaststätte Hasepaul ist ganz bekannt. Früher gingen die Züge direkt an der Gaststätte vorbei. Das heißt, sie fuhren so dicht vorbei, dass der Lokführer manchmal von der Wirtin einen Apfelwein oder Apfelsaft wahrscheinlich ausgeschenkt bekam. Die Gaststätte gibt es heute noch, aber die Bahnstrecke wurde leider abgebaut und jetzt führt direkt der Vulkanradweg an dieser Gaststätte vorbei. Nee, diesmal nicht. Das Besondere an diesem Anlagenteil ist zum einen der See im Hintergrund und das dazugehörende Wasserkraftwerk, das heute noch von unserem Stromversorger, der OWAG, betrieben wird und tatsächlich Strom mit Wasserkraft erzeugt. Interessant ist auch die Burgruine im Vordergrund, das Krautfass in Lisberg, das heute noch besichtigt werden kann. Und im Frühjahr finden regelmäßig Veranstaltungen, oder den ganzen Sommer über finden regelmäßig Veranstaltungen im Burghof statt. Ja, eine besondere Attraktion stellt unsere Live-Kamerafahrt dar, die ab und zu mal etwas gestört auf diesen Bildschirmen zu sehen ist. Das heißt, dort wurde in Eigeninitiative ein Güterwagen mit Kamera ausgerüstet, der von der gesamten Strecke ein Live-Bild auf diesen Bildschirm überträgt. Das Getriebe.
Ja, ein weiterer Schwerpunkt unseres Hobbys, muss man ja sagen, ist die angrenzende Güterhalle. Die haben wir auch vor 4 Jahren von der DB abgekauft, sie vom Verfall praktisch gerettet, auch komplett saniert und betreiben dort seit 3 Jahren mittlerweile die Kulturhalle Stockheim. Das heißt, dort bieten wir am Wochenende, meistens freitags, kulturelle Veranstaltungen jeglicher Art an, Musik, Kleinkunst, Kabarett. Und man kann diese Halle auch für private Veranstaltungen mieten, Geburtstage, Hochzeiten und so weiter. All das ist bei uns möglich. Und ganz besonders stolz sind wir darauf, dass diese Kulturhalle und auch dieses Kaminzimmer hier von der Gemeinde Glauburg offiziell als Trauzimmer gewidmet wurde. Das heißt, wer möchte, kann sich direkt hier in unserem Modellbahnhof auch ganz offiziell trauen lassen. Oh, ja, das gibt's nicht so oft. Das gibt's nicht so oft. Sind wir auch, wie gesagt, sehr stolz drauf. Und die erste Trauung fand in der Kulturhalle auch schon statt in diesem Jahr. Ja, in unserer Region gibt es in Mergenfritz das Mergenfritzer Märchenland, eine Einrichtung aus den 70er Jahren, die nach und nach erweitert wurde und heute noch existiert und direkt am Vulkanradweg liegt. Das war jetzt die nähere Umgebung, die wir hier sehen konnten. Jetzt gehen wir weiter in die Schweiz, denn die kommt da hinten noch. Da geht es dann in der Halle weiter und auch noch raus. Wir befinden uns jetzt im Schweizer Bereich unserer Anlage. Wir stehen direkt vor dem geplanten St. Moritz mit dem St. Moritzsee. Und am Anfang beginnen wir mit dem Viadukt von Brusio, das im Original nachgebaut wurde und auch schon vollendet ist. Im Außenbereich befinden wir uns noch in einer sogenannten Großbaustelle. Hier sind erste Anfänge zu erkennen, aber die Anlage wird im Laufe der nächsten 2 oder 3 Jahre fertiggestellt sein. Thank you.
Wir stehen jetzt draußen im Außenbereich der Anlage. Riesig hier. Groß, ja. Aber es wird noch komplett umgebaut und neu gebaut. Und man hat auch richtig schön die Natur, weil erstens sind hier richtige Pflanzen und gerade haben wir auch einen Regenschauer. Richtiges Wasser. Also quasi das typische deutsche Wetter dazu. Aber schön und groß ist es und das werden wir uns jetzt noch mal ein bisschen genauer anschauen. Was planten wir an der Außenanlage noch? Ja, das gesamte Gelände, was uns zur Verfügung steht, soll eben im Laufe der nächsten 2 bis 3 Jahre bebaut werden. Das heißt, die gesamte Schweizer Region soll irgendwo im Modell dargestellt werden. Jetzt haben wir uns innen angeschaut, draußen waren wir im Regen und jetzt geht es hier noch hoch in ein weiteres Stockwerk. Schauen wir mal, was es da noch gibt. Was gibt es denn hier oben in dem Stockwerk? Ja, also unser Konzept ist ja der Familienbahnhof und wichtig ist es uns, nicht nur Eisenbahn zu bieten, sondern auch für die Frau oder für die gesamte Familie etwas hier darzustellen. Wir sitzen zum Beispiel hier in unserem Lesezimmer, im Kaminzimmer. Hier sitzt man im Winter sehr gemütlich, der Kaminofen brennt. Man kann hier eine Weile verbringen, kann unsere Fernsehberichte anschauen, Bücher lesen. Ansonsten nutzen wir das Obergeschoss für Veranstaltungen. Speziell im Winterhalbjahr gibt es hier Lesungen. Und Künstler, Sammler, Personen jeglicher Art haben die Möglichkeit, hier kostenlos ihre Sammlungen, ihre Bilder, ihre Fotografien und so weiter zu präsentieren. Aktuell haben wir eine Bilderausstellung der NABU hier aus Stockheim, die wunderbare Naturfotografien zeigt. Und das ist dann einfach nochmal ein Grund, vielleicht so nochmal herzukommen? Genau, dadurch können wir zum Teil wieder ein ganz anderes Publikum ansprechen, was eben speziell zu diesen Ausstellungen kommt und dabei eben den Modellbahnhof parallel besucht. Hier sehen wir eine Frankfurter U-Bahn-Station. Hier sehen wir das Straßenbahndepot in Hanau.
Wann hat das denn hier mal offen? Genau, dadurch, dass wir das Ganze ja nur in unserer Freizeit als Hobby betreiben, können wir natürlich während der Woche auch nicht öffnen. Das heißt, unsere festen Öffnungszeiten sind freitags und samstags von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr und sonntags von 11 bis 17.30 Uhr. Für Besuchergruppen, die sich vorher anmelden, können wir allerdings auch während der Woche öffnen. Und diese Gelegenheit nutzen oftmals Schulklassen, Kindergartengruppen, aber auch Vereine und Busreisen konnten wir hier schon wochentags begrüßen. Was kostet der Eintritt? Der Eintritt kostet aktuell für Erwachsene 5 Euro, Rentner und Ermäßigte bezahlen 4 Euro, Kinder 2,50 Euro und die Familienkarte für 2 Erwachsene und 2 Kinder gibt es für 12 Euro. Das war der Modellbahnhof in Glauburg-Stockheim. Das ist er. In diesem Gebäude befinden wir uns gerade. Und da drin ist dieses ganze Eisenbahnparadies. Es lohnt sich auf jeden Fall mal anzuschauen. Das Ding hat immer geöffnet am Wochenende. Nachschauen kann man das im Internet. Man findet da sehr viel über den Modellbahnhof. Aber interessant sind auch, ich mache ein bisschen beiseite hier diese Knöpfchen. Also wer gerne Knöpfchen drückt, da kommt dann richtig Stimmung auf. Wir sehen es, hier fährt gerade das Karussell. Also ganz schön. Alles nachgebaut. Also man kann einfach viel einfach mal selber drücken. Das ist ja auch immer schön für Kinder oder auch für größere Kinder wie uns, die dann mal was drücken können. Ja. Zum Beispiel deine Nase. Ich gebe dir gleich. wir verabschieden uns. Kommt auf jeden Fall mal hierher. Hier ist es schön. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.